Amerika wächst und gedeiht. Willkommen zurück zu Victoria 3. Und wir werden diese Folge nach Abbezahlen meiner Schulden endlich auch hergehen und gucken. Kann ich die Goldmine ausbauen irgendwo? Theoretisch geht das. Praktisch haben wir keine Arbeitskräfte. Jedenfalls werden wir in dieser Folge gucken, dass wir unsere Freunde. Oh. Unsere Freunde im Süden integrieren. Motoren ist voll scheiße. Also an sich nicht scheiße, an sich gut, aber das Problem ist, bin mir nicht so sicher, wie das mit Motoren ausschaut. Vor allem kriegen wir auch deswegen nicht. Ah, warte, hier Eisenbahn. Das bringt nochmal Arbeitskräfte. Ah, das ist alles so kompliziert. Erhöhte Beschäftigung, 100. Wie soll denn das funktionieren? Einfacher Fischfang. Hm? Also, wir bekommen 130 mehr Fisch. Im Austausch 105.000 mehr Arbeiter. Wir sollen das alles. Wie soll denn das funktionieren? So, das ist jetzt hier natürlich nicht lukrativ. Hat aber auch nie jemand behauptet, glaube ich. So, diese beschissenen Subsistenzhöfe. Wie arbeiten denn da? Das ist halt auch so eine Sache, ne? Diese Subsistenzhöfe, die sind ja an sich schlecht. Weil natürlich normale Sachen besser wären. Jetzt ist halt die Frage, ob ich mich darauf. Nee, warte mal ganz kurz. Haben wir zum Beispiel Kohle? Wir brauchen ja Kohle. Jetzt habe ich ja hier auch Gebiete, wo steht. Wir haben Qualifikation, um alle Leerstellen zu füllen. Also könnte ich das denn rein theoretisch da trotzdem hinbauen? Auch. Oder. Wenn die Leute, die in den Subsistenzhöfen arbeiten, nicht mit reingerechnet in die ganze Liste. Das ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle. Auf die Schnelle. So, meine mexikanischen Freunde. Das ist jetzt nichts Persönliches, aber ihr habt einfach noch ein paar echt schöne Regionen. Blei. Hier unten gibt es wahrscheinlich auch nochmal richtig. Okay, das ist zwar die halbe Karte voller Wald, aber es ist angeblich kein. Digga! Was für Holzfällerlager 0 von 7, Alter? Was ist denn das hier für euch? Ist das für euch kein Urwald? Hä? Wollt ihr mich trollen? Hä? Seid ihr lustig? Jetzt haben wir aber alle gelacht. Nicht. Gibt's hier noch so? Das ist halt eine schöne Provinz. Kaffee, Färbemittel, Maisfelder. Was gibt's denn hier weiter im Süden noch? Was haben wir denn hier? Salvadorisch. El Salvador mit Salvadorianisch Chiapas. Gibt's Gummiplantagen? Das ist. Ja. Ich auch. Mal gucken, wenn wir hier expandieren halt, ne? Was hier alles so gibt. Ja, nicht so wirklich was. Nicaragua. Ja. Bananen. Kaffee. Costa Rica ist auch komplett nutzlos. Und dann hast du halt Panama, ne? Was ich ja schon gern hätte, wie allein wegen dem Panama-Kanal, dass wir halt allein schon mit den Schiffen von hier nach dort segeln könnten, relativ schnell. Weil wenn wir jetzt mit dem Schiff zum Beispiel hier von Washington nach ja, halt irgendwo in Kalifornien wollen, ne, müssen wir hier komplett unten rum. Ist einfach per Schiff hier kurz darunter und dann hier wieder hoch. Das wäre natürlich deutlich schneller. Deswegen müssen wir da auch auf alle Fälle mal drüber nachdenken. Haben wir schon alles fertig gebaut, oder was? Brauchen wir echt Holz. Okay, dann machen wir folgendes. Holz. Elektrosäge. Das ist so, ich sehe gar nicht, was wir dafür alles brauchen. Das Problem ist nur, dafür haben wir nicht genug. Das wird mich so killen, was ich gerade mache. Das wird mich hart killen, was ich hier gerade gemacht habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Übersicht hier gleich sagt. Da, dass ich jetzt nämlich die Motoren mit reingenommen habe.
wird das jetzt relativ lustig gleich. Eisenbahn war unter Entwicklung. Da bauen wir sogar noch eine. 4470 Infrastruktur. Digga. Ja, nee. Nee, nee. Weil es geht jetzt gar nicht darum, dass wir, also ich schaue jetzt trotzdem, dass ich ein bisschen die Minusse abarbeite. Aber darum geht es jetzt hier gerade erstmal gar nicht. Hier geht es tatsächlich erstmal darum, die Bedürfnisse da zu erfüllen. Aber es ist sehr schwierig. Wein ist Krise, da fehlt nicht viel. Rein theoretisch könntest du bei Wein halt einfach chillig hergehen und... Gut, ignoriert mich einfach. So chillig wird das gar nicht. Schau, hier ist rot. Hier geht nicht. Hier wären wir nicht voll. Hier machen wir voll. Okay. Machen wir jetzt echt 250.000 plus? Krass. Mexiko, hab schlechte Nachrichten für euch. Ich hab so viel Geld, dass ich euch jetzt einfach mal chillig den Krieg erklären kann. Und zwar geht es um nichts anderes als Staat oben. Auch immer die Franzosen jetzt auf einmal herkommen. Le Baguette. Le Baguette mag mich aber. Le Baguette mag mich. Ich glaube nicht, dass Le Baguette sich gegen mich einmischt. Die Briten hingegen, die sind vorsichtig geworden. Was ich nicht schlimm finde, die können mir gerne mal die großen, dicken Walnüsse vom Baum holen. Damit wir die zu leckerem Walnussöl verarbeiten können. Ach, scheiß drauf, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, no risk, no fun. So, Durango. Das war das hier. Dann brauchen wir noch Sinaloa. Das Sinaloa-Kartell gehört dann offiziell zu uns. Des Weiteren hätte ich gerne Baguio. Des Weiteren... Digga. Da. Die sich immer so aufführen, Alter. Ich hole mir zwei, drei Provinzen so vor. Ja, du bist berüchtigt. Du bist bösartig. Die Hauptstadt zu erobern ist bestimmt sehr entspannt, ja, dachte ich mir. Jalisco. Ist genauso schlimm wie die Hauptstadt. Da kannst du machen, was du willst. Ach komm, scheiß auf. Wir nehmen auf alle Fälle noch Jalisco mit dazu. Dann wären wir schon mal ganz entspannt. Mobilisieren. Und zwar drei Generäle bloß, echt, oder? Ja, jetzt nicht so viel, mobilisieren halt ein paar hundert Mann. Das wird jetzt erstmal finanziell wieder... Was? Verfügbare Entscheidungen? Land in Panama beschaffen. Gespräche über den möglichen Landerwerb in Panama einleiten. Ah ja, das klingt doch gut. Na dann, let's go, Alter. Haben wir auch direkt bekommen, oder was? Ach, das ist ja cool. Das ist jetzt natürlich isoliert. Das ändern wir kurz. Ein Hafen, Marinebasis, Eisenbahn. Und dann schauen wir weiter. Das wird ja wahrscheinlich dann ein... Expedition, Kongo, Großausstellung, Niger. Wird abgeschlossen, wenn folgende beliebiger amerikanischer Staatsregion ist Panama. Das ist auch so ein Joke. Beliebiges Gebäude. Gebäude ist vom Typ Panama-Kanal. Mindestens 75% aller verfügbaren amerikanischen Staaten haben Stadtzentrum Stufe 5 oder höher. Beantwortet mir nur bitte eine Frage. Wie baue ich den beschissenen Panama-Kanal? Also unser Wunder läuft ja nicht. Aber muss ich das vielleicht erst inkooperieren? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, machen wir das erstmal. Okay, den Rest kümmern wir uns. Schauen wir mal, wer sich auf mexikanische Seite stellt. Können wir vorstellen, die Russen. Die Russen haben immer Bock auf Stress.
Okay, mexikanischer Akku braucht noch einen General. Habe ich den jetzt erforscht? Jetzt habe ich Escape gedrückt aus Versehen und Großbritannien hat sich auf mexikanische Seite gestellt. Ja, toll. Und Großbritannien hat soeben sich wieder zurückgezogen. Spannend. Haben sie sich verpisst? Schissene Feiglinge. Die wissen ganz genau, dass ich denen hart den Arsch aufgerissen hätte, wirklich. Ganz blöd sind sie ja auch nicht. Auch wenn sie ein bisschen blöd sind, aber... Können wir eigentlich Naval Invasions machen? Nee, ne? Erst wenn der Krieg begonnen hat. Was ich eh total skandalös finde, wenn ihr mich fragt. Okay. Apropos, stimmt, ich habe ganz vergessen, wollte ich die ganze Zeit schon machen. Jetzt ist es mir zum Glück ausgefallen. Ich wollte nicht die Musik lauter machen, aber ist... Weil ich finde, dass das Interface ist alles so laut, ne? Dieses SFX. Immer noch. Oder was ist denn das? Ist es immer noch so laut? Das hat keinen Unterschied, hä? Okay, ah, warte mal. Benutzeroberfläche. Ah, jetzt hat. Jetzt hat. Ha, das ist schon besser. Ja, Mexiko hat die Arschkarte. Keiner hilft ihnen. Ja, ja, scheiß auf Artillerie. Ich brauche nicht mal Artillerie. Ich mache die Mexikaner so platt. Ich brauche da eigentlich nicht mal Soldaten für. Wird eine relativ langweilige Geschichte, glaube ich. Apropos langweilige Geschichte. Ich habe ja gar keine Flotte. Ach so. Lol. Ja, doch, ich habe doch eine Flotte. Mann. Depp, Alter. Sind halt verreckt, die Typen. Was jetzt hier einfach mal machen, ist eine neue Front. Weißt du was, weil ich richtig Bock drauf habe, scheiß ich drauf. Machen wir einfach nochmal eine zweite Front. So. Jetzt muss der da zwar alleine auskommen mit seinen 100 Manneken, aber ist mir jetzt auch relativ wurscht eigentlich. Denn die zusätzlichen Fronten sorgen dafür, dass wir im Idealfall ein bisschen schneller fertig sind. So, Handel. Handel. Ja. Mit wem würde man handeln wollen? Österreich hat viel, aber lohnt sich nicht, wegen Zölle. Da halt die Möglichkeit, aber selbst wenn du die Zölle weglässt, das ist marginal. Aber pro davon abgesehen, habe ich den Eisenmangel auf einmal wieder. Tische? Oh ja, schau mal, das kann man auf alle Fälle mal machen. Seltene Stühle importieren. Kaffee. Digga. Was für Kaffee, Alter. Wir produzieren eh schon Luxusmöbel wie so Ochsen, ey. Ganz schwierig. Tun wir mal ein bisschen davon bauen. Da müssen wir trotzdem auch nochmal ein bisschen Eisenminen bauen und trotz allem dann natürlich weiter noch gucken. Mit dem Sprengstoff und dem Transport. Also Transport bauen wir, da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, aber Sprengstoff ist und bleibt Major Issue. Aber wir haben auch nicht. Ich tue so, Alter, ne? Ich tue so, als ob ich so mega viel hätte. Ich habe gar nicht so viele davon aktuell. So, wie schaut es mit den Naval Invasions aus? Laufen die schon? Sind die geplant? Habt ihr keinen Bock? Keine Ahnung. Natürlich gewinnen wir das Ganze, auch wenn wir nicht die besten Truppen haben. Erlittene Verluste, Angreifer, nee, Offensive 30%. Sehe ich noch nicht, was hier so kämpft? Na, schau, ist relativ ausgeglichen. Wehrpflichtige Berufssoldaten. Hä?
Hessen stellt sich auf die Seite Sachsens. Ich finde es eh total faszinierend, dass die Deutschen, also die Preußen, bis jetzt gar nichts hinbekommen haben. Also die sind komplett nutzlos eigentlich. Ölindustrie aufbauen ist gescheitert. Das ist halt einfach so, muss ich gestehen. So, der ist, die sind beide noch nicht fertig mobilisiert. Das ist das Problem. Der ist jetzt fertig mobilisiert und der auch. Und das heißt, die können rein theoretisch ihre... Ja, genau, da ist es. Da waren wir schon mal erfolgreich, haben hier die nächste Front aufgemacht. Da gibt es jetzt eine Seeschlacht. Können wir die bitte gewinnen, diese Seeschlacht? Ja. Also wenn... Alter! Okay, Landung war erfolgreich, aber ihr habt gefühlt meine halbe Flotte verloren. Und das killt jetzt halt die Mexikaner. Dieser Angriff von hinten sorgt jetzt halt dafür, dass wir da deutlich schneller... Digga, warum ist denn der... Oh. Nein, ich reg mich nicht drüber auf. Warum auch immer die dann da weg sind. Das haben sie doch angeblich behoben. Hä? Angeblich haben sie das behoben. Mein Großvater hat es behoben, Alter. Spinner. Betrüger. Alter. Scheiße. Das ist halt ein Problem. Dass wir jetzt zu viel davon brauchen. Komplett. Ja, das ist normal. Gut. Wir bauen einfach mal ein bisschen Chemiefabriken und dann schauen wir weiter. Eisenbahn hat sich entspannt, Motoren kommt jetzt natürlich mit dazu, auch durch die Modernisierung. Das ist logisch. Die Motorenwerke aktuell nicht sehr lukrativ. Können wir das nochmal auf die nächste Stufe hieven? Nicht sehr lukrativ jedenfalls aktuell noch die Motorenwerke, das wird sich langfristig ändern. So. Okay, jetzt haben wir trotzdem wieder nur eine Front. Danke für nix. Dann machen wir da nochmal eine Naval Invasion. Ah, nicht mit dem. Also doch, scheinbar schon mit dem. Ne, können wir es bitte nochmal abbrechen? Also können wir den Befehl nochmal... Oder erneuern. Oder so. Wir schicken einfach gleich zwei hin. Wie läuft der Krieg aktuell generell? 40.000 Mann gefallen. Ja, das ist natürlich nicht ganz so toll. Verliere ja nur ungern Lebewesen. Jeder Soldat ist wichtig. So. Ich fände es halt echt schön, wenn wir trotzdem noch... Wartet darauf, dass ihr seine... Okay, jetzt geht's los. Aber ich fände es trotzdem ganz toll, wenn ich das ein bisschen besser verstehen könnte, dieses System. Jedenfalls, Landung war erfolgreich. Ah, die geben eh gleich auf. Sozialismus freigeschaltet. Toll, das habe ich gar nicht zur Forschung in Auftrag gegeben, weil ich es gar nicht haben will. So, Preußen, Schweden. Ich würde auch gerne mal mit Schweden spielen, tatsächlich. Ich finde, Schweden ist ein sehr interessantes Land. Und ich habe Bock auf Schweden. Mit Schweden. Ich weiß, es gibt Leute, die machen Schweden dann demokratisch und so. Oder friedlich. Ich würde es wahrscheinlich nicht friedlich spielen. Ich muss nur gestehen, ich habe total verpennt, dass hier echt original. Ich habe das Land nicht mitgenommen. Ach, das ist fail. Das ist natürlich blöde. Habe ich jetzt alle? Ja. Das ist natürlich blöde jetzt. Sehr krabbe, das ist nicht sehr schlau. So, jetzt gibt es natürlich ein paar Radikale durch die Integrierung neuer Gebiete. Meine Güte, die sollen nicht rumholen, Alter. Wieder Kohle. Wie kann man denn so einen gottlosen Kohlebedarf haben, Alter? Gottlos. Subsistenzhöfe sind gewachsen, das wird aber wahrscheinlich oder könnte wahrscheinlich auch mit an den neuen Gebieten liegen, die wir erobert haben. Ja, Dynamit, können wir nicht einfach Bomben reinschmeißen und einen kompletten Berg abtragen, oder wie ist das? Haben wir hier wieder die alten Probleme. Mit der Infrastruktur. Aber ist nicht ganz so schlimm. So, niedriger Lebensstandard in South Carolina. Warum denn?
Was ist denn jetzt euer Problem auf einmal? Warum habt ihr so ein beschissenes Leben? Bevölkerung, verarmt. Was erwarten die eigentlich? Die erwarten... Ja, unterschiedliche Bevölkerung ist so die... Mexikaner halt, ne? Das ist auch das Problem wahrscheinlich mit... Huch, was ist jetzt los? Progressive Partei wurde gegründet. Oh. Okay. Oh, das ist jetzt aber sehr interessant. Gewerkschafter, Intellektuelle und Landbewohner haben sich zusammengeschlossen. Die Progressive Partei. Gott, oh Gott. Das gehört... haben die Guillotine als Symbol. Okay. Lösen wir unsere Regierung einfach auf, oder? Ja, das ist halt kacke. Also das kann ich nicht so stehen lassen. Was? Minus 57.000 Zuschauer? Wir könnten das hier machen. Wann sind neue Wahlen? Frag für einen Freund. Wann sind denn wieder Wahlen hier? Garantierte Freiheitsrechte, Autokratie, Staatsatheismus, Monarchie habe ich... Ah, ich habe geschlossene Grenzen, deswegen kann ich keinen einladen. Ist ein bisschen schade tatsächlich. Jetzt aber eine ganz kurze Frage. Für einen Freund frage ich. Wann sind wieder Wahlen? Bildung können wir auf alle Fälle mal erhöhen. Amt für Inneres auch. Kolonialamt, wie gesagt, geht mir am Arsch vorbei. Wir müssen jetzt aber auch gleich wieder reagieren. Bürokratie wird das nicht das nächste Problem. Ich stärke noch irgendjemanden, ne? Die Intellektuellen habe ich gestärkt. Das hat sich aber jetzt dann gleich erledigt. Auf alle Fälle mal die Jungen stärken. Die Kleinbürger haben auch dieses wunderschöne Symbol drin, ne? Weil die ebenfalls zur progressiven Partei gehören. Nee. Also das ist das effizienteste. Industriellen Südstaaten, also Freihandels- und demokratische Partei in Kombination. Ist natürlich nicht ganz so gut aufgenommen in der Bevölkerung, aber wir müssen es machen. Dass wir es... Ah, 170 Tage. Ach scheiße, die 170 Tage hätte ich jetzt auch noch warten können. Ach Mann. Habe ich gerade völlig unnötig, habe ich jetzt gerade meinen guten Ruf dahin geschmissen. Ach, kacke sowas. Was brauchen wir denn eigentlich hier? Achso, Motorenwerke. Ich finde es schön, dass wir trotz allem... Warte mal ganz kurz. Handel ich was? Nee. Hatte jetzt kurz überlegt, ob wir da eventuell... Also ich könnte trotzdem mal Exportzölle mit draufschrauben. Wir haben so viel Öl nachher. Wir haben so viel Öl eigentlich, dass wir später relativ problemlos, denke ich mal, da auch hingehen können. So, gut, unsere 42 Millionen Bevölkerung stimmen dann mit 69,7 Millionen für die progressive Partei. Das wird ein Putt. Das wird ein ekelhafter Putt. 71 zu sehen. Beide Lager mit fast gleich vielen Stimmen. Die Wahl gefällt mir nicht. Oh, warum ist denn der Marktzugriff so niedrig? Infrastruktur. Infrastruktur hier, Infrastruktur da. Boah, hier ist schon Eisenbahn. Plus wir dürfen ja nicht vergessen, dass unsere lieben Mitmenschen ja auch Eisenbahn und Co. bauen. Jetzt haben wir aber keine Autorität mehr. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm, weil das können wir nämlich einfach mit einem Klick wieder ändern, indem wir aufhören, die Streitkräfte zu stärken. Würde ich an der Stelle erstmal sagen, liebe Freunde von heute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann wird es spannend, wer die Macht im Land übernimmt. Macht's gut. Tschüss.